So, gucken wir doch mal, wie es jetzt ist mit dem Ton. So, zweiter Versuch mit Ton. Ich höre mich. Der ist Ton im Fernseher. Der ist Ton im Fernseher. Danke. Also, ich glaube, jetzt könnt ihr mich alle hören und ich habe mich auch gehört. Der Mann streamt mich nämlich hier parallel auf unserem Fernseher. Technikman ist auch in der Haus bei den Freitagabendleistungen von zu Hause. Das heißt, ich bin nicht alleine, falls irgendwas gar nicht funktioniert. Aber mittlerweile, ich habe ja alles allein vorbereitet, bin ich ja die letzten Monate durch so gewappnet, dass ich das alles hier alleine rocken kann. Und dank Annika, meiner Technik-Woman sozusagen in der Ferne, weiß ich auch immer, ob ich Ton habe. Also, ich hoffe, ihr könnt mich vor allem auch gut hören und es gibt keine Kratzgeräusche oder irgendwelche sonstigen anderen Störgeräusche, sodass ihr mir in der nächsten Stunde wirklich gut folgen könnt. Ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid bei diesem alten neuen Format. So traurig der Grund auch dafür ist, dass wir uns wieder allwöchentlich hier Freitagabend treffen. Gemeinsam, einsam eine Stunde, eine kreative Stunde verbringen. Umso schöner finde ich es doch, dass wir es wieder tun. Und diesmal auch unter einem ganz besonderen Motto. Es ist ja die Vorweihnachtszeit und ach, ich glaube, zu Beginn des Jahres hätte niemand damit gerechnet, dass wir tatsächlich 7, 8 Monate später nach dem ersten Lockdown wieder hier sitzen. In der schönsten und besinnlichsten Zeit des Jahres, wo wir eigentlich davon zehren, dass wir uns ja mit unseren Freunden treffen, Glühweinchen trinken, irgendwo nette Familienfeiern machen und Teamfeiern, Team-Events, einfach miteinander sein und kuscheln. Je kälter es wird, desto kuscheliger wird es ja auch. Tja, aber wir hätten, glaube ich, alle nicht gedacht, zumindest ich habe immer versucht, es von mir zu weisen, die Möglichkeit, dass es eine zweite Welle gibt. Und die gab es. And here we are. Back again. Gemeinsam, einsam 2.0 sozusagen aus dem Hochformat ins Querformat von Instagram nach YouTube. Es gibt, ihr seht, ein paar Änderungen. Ich werde auch nicht alleine sein und das Ganze machen, denn ich befürchte, dass ich das die nächsten Wochen vielleicht nicht so ganz durchhalte. Außerdem haben wir ja noch bis zur Babypause wirklich einiges geplant und das kostet mich wirklich die letzten Kraftreserven und deswegen freue ich mich. Ich habe einen Aufruf gestartet, unsere Ambassadors, dass sich vier unserer großartigen Ambassadors, also Künstlerkolleginnen, dazu bereit erklärt haben, teilweise auch ganz spontan, Annika ist nämlich nächsten Freitag schon dran, mitzumachen. Und ich finde es eigentlich noch viel schöner als damals bei Gemeinsam Einsam, weil es auch nochmal den gemeinsam einsam Charakter unterstreicht, jemand andere mit ins Boot zu holen. Was nämlich leider wegfällt an diesem YouTube-Format, ist die Möglichkeit, jemanden von euch im Anschluss dazuzuschalten. Es war ja immer ganz nett bei den Instagram-Livestreams, dass man am Ende nochmal jemanden von euch ja, mit dazuschalten konnte im Splitscreen und ich so auch drei, vier Leute einfach tatsächlich gesehen habe, die mitgemacht haben. Aber das entfällt leider in diesem YouTube-Format. Dafür hat es 12.000 andere Vorteile. Und vor allen Dingen seht ihr auch die anderen Mädels in den nächsten Freitagen, die was Großartiges für euch vorbereitet haben. Ja, und last but not least, die letzte Neuerung bei dem gemeinsam einsam 2.0 Format ist die Art der Projekte. Im Frühjahr haben wir ja, da habe ich ja diverse Projekte mit euch gemacht. Wir haben Karten gemacht, wir haben Anhänger gemacht, wir haben ganz oft einfach so ein bisschen Grundlagen gemacht, Jelly Roll Blending. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir haben Muttertagskarten gemacht, der Muttertag war ja auch in der Quarantäne. Wir haben viele, viele, viele kreative, bunte Projekte gemacht, aber jetzt haben wir ja eine ganz besondere Zeit. Umso trauriger ist es, aber wir nutzen sie wirklich gut, denn wir werden Weihnachtskarten machen. Ja, wir werden 7 Wochen lang nur Weihnachtskarten bei Gemeinsam Einsam machen. Glaubt mir, es gibt eine Trilliarde Möglichkeiten, kreativ eigene Weihnachtskarten zu gestalten. Und ich finde, genau das ist das Richtige, was wir dieses Jahr machen sollten. Weihnachtskarten gestalten. Unsere Handschrift, unsere Zeit in schöne, kreative, individuelle Weihnachtskarten packen und an die Liebsten verschicken. Um ihnen so einfach zu zeigen, hey, ich bin in Gedanken bei dir, auch wenn ich nicht bei dir vor Ort sein kann und dich nicht drücken kann, ich drücke dich mit dieser Karte. Und das ist so wirklich die Idee hinter dieser besonderen Xmas Edition, euch wirklich nur Ideen für Karten mitzugeben.
Die Livestreams sind zumindest, soweit ich das jetzt in der Planung auch mit den Mädels sehen kann und konnte, wirklich für absolute Anfänger geeignet. Ihr müsst also keinerlei Grundlagen beherrschen. Wir empfehlen euch natürlich immer Materialien, die ihr vor allem bei uns im Shop findet. Ihr könnt aber auch einfach zu Materialien greifen, die ihr ohnehin zu Hause habt. Ganz, ganz oft benötigt ihr gar nicht viele Materialien. Heute benötigt ihr auch eigentlich gar nicht so viel. Also es geht wirklich vor allem darum, dass ihr wie damals auch eine Stunde lang abgelenkt seid. Raus aus dem Alltag, raus aus den Sorgen, die wir sicherlich alle wieder mit uns tragen. Ich ohnehin ganz viel, je näher es der Geburt kommt, wer weiß, was bis dahin alles ist. Rein in die Farben, die Pigmente, die Pinsel und die Stifte und eine wunderschöne gemeinsam einsame Weihnachtszeit. So viel zur Intro. Ich lese hier so nebenbei ein bisschen eure Kommentare mit. Ich bin ja heute alleine und ich sehe hier nur ein Meer an Herzchen auf meinem Screen. Das freut mich riesig. Ja, den Livestream-Kalender tatsächlich, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das habe ich jetzt in dieser total chaotischen Woche und diesem total chaotischen körperlichen Chaotak heute nicht mehr geschafft. Ich werde mal schauen, dass ich den Livestream-Kalender auch wieder aktiviere, weil tatsächlich haben ja auch schon ganz viele andere Kolleginnen wieder ihre Livestream-Serien aufgenommen. Es gibt Kolleginnen wie Miss Nice Day, die einfach das ganze Jahr über durchgepowert haben. Größten Respekt an dich, Miss Möpsi. Falls du zuschaust oder nachschaust. Also Tanja und Fräulein Teffi hat da wirklich jede Woche, glaube ich, einen Livestream gemacht und Aquarelle illustriert. Ich habe ja ausgesetzt, nachdem wir wieder echte Menschen sehen konnten und fangen jetzt eben wieder an. Bis wir uns irgendwann hoffentlich alle wieder in die Arme schließen können, wann auch immer das ist. So lange, so ist zumindest der Plan, wird es gemeinsam einsam geben. Aber jetzt erstmal bis 18.12., da ist der letzte Termin, der letzte Freitagstermin in der Xmas Weihnachtskarten Edition. So, und dann habe ich ja noch eine ganz große andere Ankündigung für euch zu machen. Die hatte ich euch so ein bisschen angeteasert, denn ich habe mir noch was anderes für euch überlegt. Weihnachtskarten sind ja schön und gut und irgendwie hofft man dann eben darauf, dass man eine bekommt und ihr werdet sicherlich hoffentlich in den nächsten 7, 8 Wochen ganz, ganz viele verschiedene Karten gestalten, die ihr vielleicht aber gar nicht alle loswerden könnt. Im besten Fall habt ihr so viele Karten, dass ihr gar nicht wisst, wohin damit. Und da kommt meine zweite Aktion ins Spiel, nämlich Hölle Wichteln. Kennt ihr alle? Wichteln kennt ihr alle, aber beim Hölle Wichteln geht es wirklich nur darum, Karten an fremde, liebe, andere Instagrammer zu verschicken. Sodass ihr sicher sein könnt, dass wenn ihr bei der Aktion Hölle Wichteln mitmacht, ihr nicht nur eine an irgendjemanden schickt, sondern auch eine wunderschön selbstgestaltete Karte erhaltet. Das ist die Idee hinter Hölle Wichteln, wo ich wirklich einfach nochmal initiieren möchte, dass jeder von euch eine liebe Karte nach Hause geschickt bekommt und sich so vielleicht ein Müh weniger alleine fühlen muss bis Weihnachten und an Weihnachten. Hashtag Hölle Wichteln, da werden alle Kartenideen gesammelt auf der Website unter frauhölle.com/höllewichteln. Alles zusammengeschrieben, findet ihr alle Infos zu der Aktion. Ich werde das Ganze natürlich auch nochmal auf Instagram teilen in meiner Story und ein bisschen darüber berichten. Aber ihr wisst schon mal Bescheid, das Ganze läuft über eine externe Plattform, über eine Online-Wichtel-Auslosungsplattform. Die konnte ich nicht mehr in der Kürze der Zeit selbst programmieren. Deswegen habe ich mir da einfach eine gesucht, die mir vertrauenswürdig erschien. Da tragt ihr euch ein, da tragt ihr auch eure Adressen ein, damit ihr euch überraschen lassen könnt von einem Wichtel und einer Wichtelkarte. Und dann könnt ihr mitwichteln. Nochmal, wie gesagt, es geht hier wirklich nur um Karten. Ihr müsst euch keine Wichtelgeschenke überlegen und verschicken. Ihr könnt natürlich schicken an euren Höllewichtel, was ihr wollt und möchtet. Aber die Idee ist einfach gemeinsam einsam mit den Weihnachtskarten, DIY-Livestreams, mit einer kleinen Wichtelaktion für Weihnachtskarten zu verknüpfen. Ich bin schon dabei, Elvin ist schon dabei. Ich glaube, 3 oder 4 unserer Ambassador-Damen sind auch schon mit dabei. Ihr könnt ab sofort euch eintragen. frauhölle.com/höllewichteln. Da findet ihr den Link in einem fetten Button zu der Wichtelaktion und alle weiteren Infos, auch im Video, wie ihr mitmachen könnt. Ist nicht ganz so trivial, diese Plattform, aber ihr kriegt das, glaube ich, alle hin und am Wochenende zeige ich euch das auch nochmal. Ich freue mich. Österreicher, Schweizer, ich würde mal sagen, es können alle mitmachen. Wenn euer Wichtel entscheidet, dass er keine Lust hat, eine Postkarte in die Schweiz oder Österreich zu schicken, dann setzt er sich hoffentlich noch mit euch in Verbindung. Aber ich würde per se jetzt niemanden ausschließen, denn auch Österreicher und Schweizer sind ja vielleicht alleine. Die dürfen wir ja auch nicht besuchen. Ich würde sagen, macht einfach alle mit
Und ihr könnt ja immer noch euren ausgelosten Wichtel dann anschreiben und ansprechen. Übrigens, genau, ganz wichtig, ihr könnt bis zum 19.12., also einen Tag nach dem letzten gemeinsamen Einsam-Livestream, mitmachen. Dann drücke ich am 19.12. aufs große Knöpfchen. Ich bin nämlich der Oberwichtel. So habe nicht ich mich genannt, sondern nämlich die Plattform genannt. Und dann erfahrt ihr per E-Mail, wenn ihr euch registriert habt, oder auf der Website von dem Wichtelater, heißt da, glaube ich, euren ausgelosten Wichtel inklusive Adresse, oder eben, wenn derjenige die Adresse nicht angegeben hat, auf jeden Fall den Instagram-Namen, dann könnt ihr euren Wichtel auch anschreiben und sagen, hey, ich würde dir gerne was Schönes schicken, magst du mir deine Adresse zukommen lassen, ganz privat und datenschutzrechtlich konform und so weiter und so fort. Was schaltet sich Technikman da ein? Was hat Technikman repariert? Na gut, gut, dass wir Technikman haben. Irgendwas war ein bisschen, hat ein bisschen gehangen, ne? Also, alle Infos zu der Wichtelaktion auf jeden Fall nochmal im Nachgang. Ansonsten ist das ein Livestream wie jeder andere YouTube-Livestream auch. Das bedeutet, er wird im Anschluss automatisch gespeichert. Falls ihr also heute nicht dabei sein könnt, keine Sorge, ihr könnt ein Leben lang auf diesen Livestream und alle Inhalte, die da weitergegeben werden, zugreifen. Ihr könnt mir Fragen stellen, das tut ihr auch schon ganz fleißig im Live-Chat. Allerdings müsst ihr dafür ein YouTube-Konto erstellen, es sei denn, ihr besitzt schon eins. Und genau, das war es eigentlich. Ansonsten haben wir hier eine mega Querformat-Verbindung und Auflösung und verschiedene Kameraperspektiven. Die werde ich auch gleich wechseln, damit ihr mir auf die Knie hocken könnt und in die Augen schauen könnt. Ihr könnt das Ganze übrigens, das ist das Smarte an YouTube, auch an euren Fernseher streamen. Ihr könnt es auf dem iPad angucken im Querformat und dabei malen. Also Querformat-Livestreams, ich sage es gerne nochmal, sind einfach geiler als Hochformat-Livestreams bei Instagram, wo die Hälfte des Bildes mit irgendwelchen Kommentaren geflutet ist. Deswegen seid ihr alle da. Wie viele da sind? Unfassbar! 590 Zuschauer, wie kann das denn sein? Ich habe das doch erst vor 2 Stunden auf der Couch angekündigt. Jetzt komme ich direkt ein bisschen ins Schwitzen. So, ich glaube, alles Wichtige vorab habe ich erwähnt. Ich habe tatsächlich auch die Dinge, die ich heute praktisch zeigen möchte, schon mal kurz ausprobiert. Sonst hätte ich jetzt einfach eine Stunde lang mit euch Glühwein getrunken. Aber ich möchte euch heute auch ein paar Karten zeigen. Und ich starte wirklich mit ganz, ganz einfachen Karten. Und zwar mit Watercolor-Karten. Es ist ja passenderweise auch letztes Wochenende, die Zeit rast, dieser wunderschöne Kasten rausgekommen, nämlich die Magical Winter Edition. Natürlich werde ich die heute Abend verwenden, ihr könnt aber wirklich mit jedem Aquarellkasten, jeder Aquarellfarbe, sogar aquarellierbaren Brushpens mitmachen, total egal. Alles, was ihr noch dazu braucht, zeige ich euch gleich in der anderen Kameraansicht auf meinem Tisch. Aber vorab schon mal, ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Dieses Format ist mir wirklich in diesem verrückten, crazy Jahr ganz besonders ans Herz gewachsen. Und für mich auch total verrückt, dass ich beim ersten gemeinsamen Einsam-Format unschwanger war. Und jetzt hier, ihr seht es nicht, mit einer kleinen Kugel sitzt. Also das Jahr, so tragisch es auch ist, hat auf jeden Fall für uns wirklich etwas sehr, sehr Schönes gezaubert und gebracht. Und ja, umso schöner auch, dass wir jetzt hier wieder zusammen sein können, zusammen sind, zumindest virtuell, und jetzt eine schöne gemeinsame Zeit miteinander haben. Oh ja, da schreiben sogar schon, warte mal, ich gucke hier mal kurz. Da hat sogar jemand schon direkt den Link gepostet. Ich vergesse ja immer, ich kann ja auch was reinschreiben hier in den Chat. Ich muss euch ja nicht die URLs einfach nur sagen, ich kann sie ja auch da reinschreiben. Ha, hat schon jemand gemacht, frauhölle.com/ Höllewichteln. Genau. .com, genau. Richtig, .com, frauhölle.com/ Höllewichteln. Das findet ihr schon. Wir verlinken es auch die nächsten Wochen noch ganz oft in unseren Instagram-Stories. Ach, ich freue mich so. Boah, ich schwitze hier. So, jetzt richte die Kamera um, weil dann seht ihr mich nur noch ganz klein da oben und ihr seht den Tisch ganz groß. Und ich freue mich auch, dass technisch alles so gut funktioniert. Ich habe hier ein sehr, sehr minimalistisches Setup zu Hause, aber mit einem guten Licht und einer guten Kamera. Dem neuen iPhone, das habe ich hier gleich mal als Kamera umfunktioniert. Und tada! Ein wunderschönes Tischchen. So ist unser Setup und jetzt können wir starten. Gemeinsam einsam
Volume 1 in der Xmas Edition. Kampf der Quarantäne, Kampf den Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen, Kampf diesen blöden C-Punkt. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, aber wir machen das Beste draus. Und nach diesem Jahr seid ihr auf jeden Fall alle kreativ gereift. Dank der vielen, vielen tollen Livestreams, die es dieses Jahr gab. Gratis. Gut, dann würde ich mal sagen, ich zeige euch kurz, mit welchen Materialien ich heute Abend arbeite. Und dann geht's auch schon los. Oh, hier, den Mann muss ich auch noch kurz freischalten. So, die Vini hat heute Feierabend. Die Vini muss nämlich zu Hause noch den Newsletter für morgen vorbereiten. Deswegen hat die Vini quasi Feierabend. Und ich manage hier gerade die Kommentare und alles alleine. Apropos Kommentare, sollte ich vergessen, eure Fragen zu beantworten, weil ich hier alles zusammen machen muss, werde ich sie auf jeden Fall im Nachgang der nächsten Tage noch beantworten. Eure Kommentare und Fragen werden ja im Live-Chat gespeichert auf YouTube, das heißt, sie gehen nicht verloren. Ansonsten könnt ihr sie auch nochmal nachträglich als Kommentar unter das YouTube-Video schreiben. Wenn ich irgendwas Wichtiges, was ihr gefragt habt, komplett überlesen haben sollte, schreibt es einfach bitte nochmal als Kommentar unter das gespeicherte Video. So, los geht's. Ihr seht hier schon meinen Kasten, mit dem werde ich heute natürlich arbeiten. Mein Magical Winter Edition Kasten von Schwenke, der mittlerweile dritte. Und zu diesem Kasten gibt es übrigens auch nochmal einen ganz ausführlichen Livestream, wo ich euch die Farben vorstelle und wir wieder für jede einzelne Farbe ein wirklich winterlich-weihnachtliches Motiv illustrieren und aquarellieren. Ich glaube, der ist aktuell auf den 18.11. datiert. Im Newsletter erfahrt ihr es auf jeden Fall. Ich glaube, am 18.11. hatte ich den Livestream zur Vorstellung der Magical Winter Edition eingeplant. Den Kasten benutze ich heute aber trotzdem, weil ich ihn habe, weil ich ihn liebe und weil er einfach die perfekten Weihnachtsfarben beinhaltet. Das seht ihr auch schon hier in meinem kleinen dekorativen Setup. Match in Heaven. Ansonsten könnt ihr auch jeglichen anderen Kasten auch die Floral Pocket Boxen verwenden. Die hat ja auch Metallic-Farben mit drin zum Beispiel. Kann ich mal kurz sogar zeigen. Wäre ja nicht zu Hause, wenn ich nicht zu Hause alles hätte. Also selbst wenn ihr auch die Floral Pocket Box besitzt, habt ihr auch eine wunderschöne Grundlage für Weihnachtskarten. Da sind auch Grüntöne, auch ein Blau, mit dem ihr wunderbar was zusammenmischen könnt. Ihr habt hier verschiedene Rottöne mit dabei und eben auch zwei Goldtöne. Also auch wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt für die Schminke Seasons Collection, die ja doch vor allem die Künstler-Aquarellfarben beinhaltet, könnt ihr natürlich auch mit meiner Van Gogh Pocket Box wunderbar arbeiten. Natürlich, wir brauchen natürlich auch immer Wasser, wenn wir mit Aquarellfarben arbeiten, und Pinsel. Und da habe ich jetzt heute mal, ich glaube, die drei Größen in Verwendung gehabt von unseren Kum-Klecks-Pinseln, den Rundpinseln. Die 8 und die 6 und die 2. Mit denen habe ich heute die Karten gestaltet. Ihr könnt natürlich auch das DaVinci Floral Set benutzen oder aber jegliche andere Rundpinsel, die ihr zu Hause bei euch liegen habt. Dann habe ich auch noch benutzt für die Karten ein Masking Tape. Ich nehme natürlich unsere ganze Klecks Edition. Bei Masking Tapes, also bei unserem Masking Tape hier in der Klecks Edition und unserem Shop, kann ich garantieren, dass es sich ablösen lässt von den Aquarellpapieren, die ich jetzt gleich benutze. Bei allen anderen Masking Tapes, da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also die billige China-Ware lässt sich meistens nicht so gut ablösen. Die Original-MT-Masking-Tapes jedoch schon. Hundertprozentig garantieren kann ich es euch auf jeden Fall bei unseren Masking-Tapes. Das hat den Ablösetest auf Aquarellpapier schon oft bestanden. Natürlich, wir brauchen auch immer so ein bisschen Bleistift und Radiergummi. Auch hier natürlich in der Klecks Edition von mir. Für die Letterings auf den Karten habe ich mir heute überlegt, dass ich mal mit dem Fudenovke arbeite, weil der einfach wirklich der unkaputtbarste Brushpin ist für Aquarellpapier. Den kennt ihr sicherlich schon, der kleine, süße Aquarell, nicht Aquarell, sondern Brushpin, aquarellfeste Brushpin, der ist sogar wasserfest von Tombow. Mit einer Elastomerspitze, also wirklich unkaputtbar, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr mit dem auf Aquarellpapier schreibt, geht garantiert nicht kaputt. Und dann noch ein paar verschiedene Größen, wobei ich, glaube ich, nur mit der kleinsten Größe gearbeitet habe. Der Sakura Pigma Micron Fineliner. Den haben wir mittlerweile ja auch, das haben wir auch in diesem Jahr geschafft. Freue ich mich sehr drüber, in allen Größen im Shop. Und ich glaube, ich habe 02 und 03 heute Abend für die Karten verwendet. Aber wenn ihr noch ein bisschen so eher eine zittrige Hand habt, würde ich euch auf jeden Fall eher eine dickere Größe empfehlen, der Fineliner. Also vielleicht eher 05 oder sogar 08.
Ich habe heute, glaube ich, hier sogar nur den genommen. Was haben wir ansonsten noch? Ach ja, genau. Wenn ihr es zu Hause habt, so einen Winkelzeichner, den habe ich euch auch in den Materialempfehlungen hier unten, irgendwo wahrscheinlich bei euch, je nachdem, wo ihr den Livestream anschaut, verlinkt. Einen Winkelschneider gibt es auf Amazon. Winkelschneider habe ich auch, aber das ist nur ein Zeichner. Cooles Teil. Kann man immer gebrauchen, jetzt an Weihnachten umso mehr für natürlich Kränze jeglicher Art. Solltet ihr die nicht haben, könnt ihr auch einfach ein Glas nehmen oder irgendwas anderes, was rund ist, um da euren Kreis mit zu zeichnen. Ich gucke mal kurz so ein bisschen die Fragen nebenbei durch. Kann man den extra Farbton, den man hätte bekommen können, irgendwo nachkaufen? Liebe Janine, du meinst wahrscheinlich die Farbe Weißgold, die ein Goodie war für die ersten 50 oder 100 Käufer von der... Hier, von der Magical Winter Edition. Die gibt es natürlich zu kaufen, ich glaube auch einzeln, Weißgold. Es ist aber limitiert, soweit ich weiß. Da können wir bei Schminke aber auch nochmal nachfragen, wo und wie genau es denn das als Einzelnäpfchen zu kaufen gibt. Ich glaube, ich habe es auch noch nie tatsächlich gesehen irgendwo im Handel. Aber das ist auf jeden Fall im regulären Sortiment, allerdings limited. Die Perlglanzfarben von Schminke. Nirgends gefunden, sagt auch die Maxi. Na, das bringt Frau Hölle auf jeden Fall in Erfahrung und die Wini nächste Woche, ob ihr euch irgendwo auch diesen Weißgoldton von Schminke besorgen könnt. So, was habe ich noch verpasst? Nix. Sehr gut. Nicht einzeln gibt, hat Yvonne erfahren. Na gut, die werden das nochmal recherchieren. Ich hätte gedacht, den gibt es auf jeden Fall auch einzeln. Da war es ja noch exklusiver. Nur im Set. Ich finde das für euch raus. Vielleicht können wir ihn ja einzeln für euch anbieten. Wer weiß, wer weiß. Und natürlich, was habe ich vergessen? Was brauchen wir noch an Materialien? Papiere. Und da es ja heute um Watercolor, also Aquarellfarben und Wasser geht, habe ich mir mal, und natürlich auch Karten, Aquarellkarten aus unserem Shop ausgesucht. Also die ganzen nächsten Freitage werden sowohl ich als auch die Mädels, die Livestreams machen, immer verschiedenste Karten aus den Kartensets aus unserem Online-Shop benutzen. Wir haben ja mittlerweile 4 Kartensets, die wir selbst kuratiert haben und wirklich selbst auch befüllen lassen und für unseren Shop einkaufen. Die gibt es also so nirgendwo anders zu kaufen, unter anderem das Watercolor-Kartenset, das wirklich vor allem deswegen mein absoluter Liebling ist, weil es nirgendwo anders, zumindest soweit ich weiß und bis vor einem halben Jahr war das auf jeden Fall definitiv so, richtig gute Aquarell-Klappkarten gibt. Und in diesem Kartenset Watercolor von uns sind 5 richtig toll dicke Aquarellkarten enthalten. Klappkarten mit 300 Gramm Cold-Pressed Aquarellpapier, also auch wirklich eine schöne griffige Struktur, die ihr verwenden könnt. Und mit dabei sind auch 5 verschiedene Umschläge passend zu den Karten. Und ihr seht, das sind auch wirklich sehr, sehr schöne weihnachtliche Farben. Also das kann ich euch nur ans Herz legen, für jetzt, für Weihnachten, aber auch fürs ganze Jahr. Das Watercolor-Kartenset gibt es so nirgendwo anders. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile schon das dritte oder so in Verwendung. Habe mir extra noch ein neues aus dem Studio mitgenommen. Gestern Abend. Wer es ein bisschen preisgünstiger haben will oder vor allem vielleicht am Porto sparen möchte, dem kann ich unser auch neuestes Produkt im Shop empfehlen. Da haben wir lange drauf gewartet, aber ich bin froh, dass wir es endlich noch vor Weihnachten rausgebracht haben, beziehungsweise Royal Talents es für uns rausgebracht hat, nämlich das dritte Format im Van Gogh Floral Watercolor Block. Wir haben ihn ja schon in quadratisch und in, wo habe ich sie? Ich habe sie hier sogar auch. Ich habe ja hier alles parat. Ich habe hier alles parat. Irgendwo, irgendwie, irgendwann, ja. So. Das ist toll, wenn man zu Hause ist und im Umkreis von 1 Meter einfach alles hat, was man braucht. Links und rechts und oben und unten. Also, dieses wunderbar und ich kann immer wieder sagen, im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbarste Aquarellpapier von Van Gogh, das ich gemeinsam mit Ihnen ja entwickelt habe und eben auch gebrandet habe, gibt es in diesem Format, das ist das größte, 18x24, in meinem Lieblingsformat quadratisch in 15x15 cm und jetzt eben auch noch in diesem tollen kleinen Format. Ich glaube, das hat insgesamt 10,5x14,8 cm, also fast so groß wie das quadratische Format, aber eben wirklich ein Postkartenformat. Und das Schöne ist, dass hinten drauf auch
Postkartenlinie und eine Postkartenstruktur abgedruckt ist. Also ihr könnt ihr wirklich direkt als Postkarten verschicken in die Schweiz, nach Österreich, wo auch immer ihr wollt. Und deswegen ist der Postkartenblock mit insgesamt 25 Postkarten wirklich so die preisgünstigere Alternative zu den Klappkarten. Aber natürlich Weihnachten, also ich finde ja, zu Weihnachten gehören einfach Klappkarten, richtig schön hochwertig. Aber wir bieten euch alles an, was das Herz begehrt. Hauptsache, ihr schreibt und malt Karten und verschickt die an euren Höllewichtel. So, meine Fragen nebenbei noch lesen. Helix, genau, das kennt die Annika auch. Helix Kreislineal Winkelzeichner ist aber auch verlinkt. Unten bei den Materialangaben. Wie heißt das Kreisding? Nicht traurig sein, wenn es bei den ersten 50 nicht geklappt hat. Wir bringen ja bei eigentlich jedem Produkt ein Special Goodie mit raus. Jetzt aktuell war es ja auch wieder das rosane Sketchbook von Sakura. Da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder was Neues geben. So, jetzt hole ich mal. Ich glaube, da habe ich sonst nichts verpasst an Fragen. Wunderbar. Ja, jetzt würde ich sagen, räume ich mal hier die Bühne und dann fangen wir mal an. Wir sind gut in der Zeit. Ich habe mir auch extra nicht so viel Content und Inhalt und Programm überlegt, wie für die anderen gemeinsam einsame Streams, damit ich hier ganz in Ruhe ein bisschen ruhiger machen kann, als damals im Frühjahr mit meiner Kugel und nicht in Spitzen kommen, was ich sowieso tue. Aber egal. Ah, noch was ganz Wichtiges. Ich mache mal kurz hier schon mal Platz. Aber noch etwas ganz Wichtiges und jetzt kommt noch ein bisschen Werbung, aber weil ich einfach glaube, dass es wirklich manche von euch zumindest vielleicht gut gebrauchen könnt. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall diesen Hinweis auch an euch weitergeben. Ich baue mir hier schon mal mein Setup so ein bisschen. Genau. Wer vielleicht noch so ein bisschen Berührungsängste hat, gerade im Bereich Lettering für Weihnachten und sich denkt, oh cool, das kann ich jetzt malen, was du gemacht hast, Tanja, aber wie kriege ich ein schönes Lettering drauf? Dem kann ich wirklich nur unseren mittlerweile, ich glaube schon drei Jahre alten, würde aber ja nicht schlechter sowas, Christmas Guide ans Herz legen. Das ist ein digitaler Guide, der kostet ein Apfel und ein Ei, der hat glaube ich 10 oder 11 Seiten und vor allen Dingen hat er ganz, ganz viele Vorlagen für Weihnachtskarten, die ihr direkt einfach abhausen könnt. Wie ihr das Ganze abhausen könnt, steht auch im Guide mit drin. Also falls jemand wirklich noch gar nichts mit der Materie Lettering und Buchstaben zu tun hatte und sich denkt, in 7 Wochen schaffe ich es auch nicht mehr. Ich möchte aber trotzdem jemanden glücklich machen, mein Höllewichtel, dem sei auf jeden Fall dieser Guide ans Herz gelegt und wer sich mit dieser Box beschäftigen möchte, mit der Schminke Collection, mit der Magical Winter Edition und nicht genau weiß, was er damit machen soll und vielleicht nicht auf meinen Livestream warten möchte oder noch mehr Input haben möchte, dem sei unser auch schon 2 Jahre alter, glaube ich, Watercolor Christmas Guide ans Herz gelegt. Also da seht ihr auch, der beschäftigt sich wirklich von Grund auf Schritt für Schritt mit der Aquarellierung, sagt man das so, mit dem Aquarellieren von weihnachtlichen Motiven. Auch hier wirklich Schritt für Schritt einzelne Blätter, die ihr später in eben ein Gesamtbouquet dann malen könnt und zaubern könnt, Eukalyptus, viele, viele Dinge, Tannenzweige und dann eben unter anderem auch mit einem Videotutorial dabei, solche Collagen damit malen könnt oder auch Kränze sind enthalten oder eben auch solche schönen kleinen Christbaumkugeln, sag ich mal. Genau. Das wollte ich unbedingt nochmal zeigen, weil ich glaube, das sind gut investierte Euronen für die nächsten Wochen gemeinsam einsammeln, die beiden digitalen Guides als Grundlage. Es wird aber zu 90%iger Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, sofern mich der Bauch noch lässt, auch noch ein letztes Produkt dieses Jahr geben, ein digitales Produkt, das hoffentlich bis zum 1.12. fertig ist und was mit der Box zu tun hat. Um mehr verrate ich nicht. Jetzt muss ich einen Schluck trinken. Ich lese mal kurz eure Fragen durch und trinke einen Schluck. Und dann geht's mit dem allerersten Kreativvorschlag für die allererste gemeinsam einsam Weihnachtskarte los. Ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Das ist wirklich so ein schönes Gefühl. Ich bin zwar fix und foxy jetzt schon, aber ich freue mich. Ich freue mich so riesig. Danke fürs dran erinnern, habe ich mir letztes Jahr zugelegt, tatsächlich vergessen. Ja, die digitalen Guides, die PDFs, werden ja nicht schlechter. Also wenn ihr die schon besitzt, kramt sie wieder raus. Ich glaube, in dem Christmas Guide sind irgendwie Vorlagen für 2018 drin, weil wir den 2017 vor Silvester 2018 rausgebracht haben. So alt ist er schon.
Da macht er halt eine 2021 draus an Silvester, aber die ganzen Weihnachtsvorlagen, die werden ja nicht älter und hässlicher. Merry Christmas, frohe Weihnachten sagt man sich jedes Jahr aufs Neue und die Letterings finde ich immer noch schön, die ich vor 3 Jahren gemalt habe. So, jetzt geht's los. 4 Karten insgesamt, glaube ich, habe ich für euch. Alle super easy peasy. Wir starten mit der ersten Karte und die male ich auf dem Postkartenblock. Eine Sache, die ihr euch so ein bisschen überlegen müsst, auch gerade in Bezug auf welches Papier nehme ich denn, ist natürlich, mit wie viel Wasser arbeite ich. Je mehr Wasser in Verwendung ist und je größere nasse Flächen ihr benutzt in euren Motiven, desto eher würde ich vielleicht zu dem Postkartenblock greifen, denn der ist, und das war uns ganz, ganz wichtig, da konnten wir wirklich die Entscheidung treffen, 4-fach geleimt, genauso wie die anderen beiden Blöcke auch. Also hier wirklich an allen 4 Seiten ist der geleimt. So mini, mini klein und trotzdem geleimt. Hier oben an der Ecke, an der unteren rechten Ecke ist er offen. Das heißt, hier könnt ihr dann wirklich, nachdem alles trocken ist, eure Postkarte ablösen vom Block. Dann bleibt sie auch glatt und wälzt sich nicht. Aber wenn ihr auf der Klappkarte mit viel Wasser arbeitet, wird sie sich auf jeden Fall wellen. Sie ist zwar dick, 300 Gramm, aber das hält sie trotzdem nicht davon ab, sich zu wellen. Also wann immer ihr wirklich mit viel Wasser und großen Flächen arbeitet, nehmt unseren geleimten Postkartenblock. Jetzt nehme ich so medium viel Wasser. Deswegen nehme ich aber trotzdem meinen Block. Und fange einfach mal an. Ich muss euch noch was ganz Abgefahrenes zeigen. Ich habe ja hier das neue iPhone. Jetzt haltet euch mal fest. Es hat nämlich einfach nur, ist so lustig, wenn ich es euch mal zeigen, hat den Ultraweit. Jetzt guckt euch das an. Ist das nicht geil? So sieht also im Ultra-Weit-Format alles aus, inklusive meiner Roadmap hier, meiner Agenda, was ihr hier so seht. Großartig, oder? Könnt ihr den ganzen Bauch auch sehen, die Flecken auf dem Bauch. Und es gibt natürlich auch noch ein Nahobjektiv. Das nehme ich jetzt mal. Großartig. Großartig. Man sieht nicht mehr viel von meiner Deko, okay. So, aber egal. Mit Kullerbauch, ja. Ich finde es großartig. So, genug geschnackt. Also, ihr Lieben, ich switche hier mal mit meinen lustigen Linsen hin und her. Nehmen noch mal kurz das. Also, ihr braucht für die allererste Idee den Postkartenblock. Ich nehme jetzt mal den größten Pinsel, unseren Kumpelklickgröße 8 und eure Aquarellfarben und Wasser. Und ich male jetzt eigentlich fast alle Karten wirklich mit Grüntönen, weil ich Grün und auch so einen Blaugrün, Dunkelgrün, Tannengrün einfach wirklich den schönsten Weihnachtsfarbton finde. Ihr könnt natürlich die Farben nehmen, die ihr möchtet. Und deswegen mische ich mir zuerst mal mit der Color Edition, mit der Magical Color Edition, Color Collection haben wir gestern gelauncht. Ich bin schon zu viele Launches auf einmal, die Magical Winter Edition. Ich mische mir jetzt hier erstmal, ihr habt schon gesehen, so einen wirklich schönen, tief dunkelgrün-blauen Tannenzweigton. Ihr könnt natürlich die Farben auch genauso nehmen, wie sie da drin sind. Da sind ja auch wirklich schöne Grüntöne enthalten. Aber ich möchte noch einen dunkelgrüneren Farbton haben. Deswegen nehme ich jetzt hier mein Permanentgrün Oliv, was eh schon ziemlich dunkel ist. Und mische mir noch ein bisschen Schwarz mit dazu. Damit ich hier wirklich so ein richtig schönes Dunkelgrün. Also es sieht fast schon schwarz aus, ist aber immer noch ein Grün, richtig schönes Dunkelgrün hinbekommen. Bei allen Projekten, die ich mir für heute Abend überlegt habe, weil sie eben auch so super easy peasy sind, kommt es auf eine ganz wichtige Sache an, die die Projekte und die Motive mal so ein bisschen schöner und spannender machen und aussehen lässt. Und zwar unterschiedliche Helligkeitswerte bzw. sogenannte Farbwerte. Wir arbeiten also mit einer angemischten Farbe, aber in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Und wann immer ihr eine Farbe, die ihr gemischt habt, in eurem Malkasten heller machen wollt, braucht ihr nur Wasser. Deswegen nehme ich jetzt hier meinen Pinsel, der mit der gemischten Farbe getränkt ist, und gehe in mein Wasser, so ein bisschen drin rumrühren, abstreifen, und jetzt male ich auf mein Blatt Papier einfach nur Linien. Und das ist tatsächlich die allererste Idee, die ich euch zeigen möchte, für eine super easy peasy, 3 Minuten Last Minute, ich muss zu meiner Oma, okay, das geht nicht, ich muss zum Briefkasten und meiner Oma eine Karte schicken, Minute.
dann könnt ihr diese Karte mit mir gemeinsam malen. Nehmt also euren Rundpinsel schräg, den ihr jetzt eben mit der helleren Grünfarbe getränkt habt, und dann malt einfach wirklich Linien, horizontale Linien auf euer Blatt Papier. Ich drücke hier manchmal so ein bisschen mehr auf, manchmal ein bisschen weniger. Ihr könnt auch danach nochmal ins Wasser reingehen, um die Linie noch so ein bisschen anzupassen, zu verstärken oder von der Form her abzuwandeln. Und wenn die Linie noch nass ist, dann geht ihr nochmal in die Pigmente rein, holt euch Pigmente und tupft die einfach an der Oberkante zum Beispiel nochmal auf, um hier wirklich einen schönen Nass-in-Nass-Farbverlauf zu erzielen. Und genau dasselbe machen wir jetzt eben auch nochmal weiter unten. Es ist wirklich einfach eine ganz, ganz leichte Idee. Die smarteste, einfachste aller Weihnachtskartenideen sozusagen, würde ich ja fast mal für mich beanspruchen. Achtet einfach darauf, das ist ganz wichtig, dass euer Pinsel gut getränkt ist mit Wasser oder mit der Farbe, damit er nicht hier so ausfranst. Und dann malt einfach immer unterschiedlich aussehende horizontale Linien auf euer Aquarellpapier. Solange eure Linie noch nass ist oder ihr sie nochmal nass gemacht habt, holt euch wieder Farbe und tupft die Farbe vorsichtig mit ein. Dann gibt es eben ein bisschen spannendere Farbverläufe, als wenn die Farbe so total platt ist. Und das ist ja immer so das Smarte und auch ganz, ganz einfache an Loose Watercolor, dass man mit verschiedenen Farbhelligkeitsstufen arbeitet. Öffnet man eine Karte nicht genau mit der Öffnung auf der anderen Seite? Was meinst du damit, Janine? Öffnet man eine Karte nicht genau mit der Öffnung auf der anderen Seite? Ist ja eigentlich total egal. Lieber raueres Papier oder glatteres? Also ich würde jetzt für alle Projekte, die ich heute Abend mit euch mache, wie gesagt, ein kaltgepresstes Aquarellpapier empfehlen, kein satiniertes, weil auf kaltgepresstem Aquarellpapier, also eins, was so ein bisschen eine feine Struktur hat und nicht ganz glatt ist, einfach Farbverläufe und auch größere Wasserflecken, mit denen ich hier arbeite, besser und gleichmäßiger antrocknen als auf glattem Aquarellpapier. Genau, das ist der Postkartenblock und die offene Seite ist rechts, nicht links. Wo auch immer, ihr werdet die offene Seite, die einzige offene Ecke auf jeden Fall finden, wenn ihr ihn vor euch liegen habt. Ich zoome jetzt mal mit meinem großartigen iPhone hier noch ein bisschen ran. Dann könnt ihr mir nämlich bei der nächsten Linie noch ein bisschen genauer auf die Finger gucken. Also nehmt den Pinsel wirklich ganz, ganz schräg. Ihr könnt natürlich die Linien auch, also ihr müsst euch natürlich nie stupide an das halten, was ich hier so vormale. Ihr könnt die Linien natürlich auch variieren, ihr könnt sie dicker machen, dünner machen. Und natürlich könnt ihr, wenn ihr die Pocketbox habt oder die Magical Winter Edition, auch Goldpigmente in die Linien eintupfen. Oder Silber, wobei ich wirklich, ich persönlich bin ja eher so der Goldfan an Weihnachten. Aber das bleibt absolut euch überlassen. Ist aber auch schön. Solange die Flächen noch feucht sind, einfach noch ein bisschen Gold mit eintupfen. Oder aber wenn die Flächen trocken sind, mir fehlen schon wieder die Worte, dann einfach nochmal einen Goldstrich oben ergänzen. Und während ich hier so laber, könntet ihr eigentlich in der Zeit schon 3 oder 4 von diesen Karten machen, weil es wirklich so super easy peasy geht. Und ich mag es ganz gerne, wenn die Streifen nicht so kerzengerade sind. Ihr könnt natürlich eigentlich auch einen anderen Pinsel verwenden, so einen Flachpinsel. Mit einem Flachpinsel erzielt ihr aber wirklich Linien, die kerzengerade sind. Also wirklich sehr, sehr geometrisch und technisch. Und ich mag das ja nicht so. Ich mag das ja gerne, auch gerade wenn eine Seite so gerade ist und die andere so ausfranst. Und für diesen Look, jetzt tropfe ich hier noch ein bisschen was ein, für diesen Look wirklich einfach nur den Pinsel immer mal wieder ein bisschen mehr andrücken. Dann wieder ein bisschen loslassen, ein bisschen mehr andrücken. Und dann erhaltet ihr hier zumindest an der unteren Kante wirklich so eine ausgefranste, ausgefressene Linie. Und ich persönlich mag das total gerne, weil das dann gleich so ein bisschen einen spannenden Look ergibt. Da reicht mir die Farbe gerade noch so. Ich mische mir noch mal kurz ein bisschen was von meiner dunkelgrünen Farbe an hier drüben, um sie hier auch noch mal einzutupfen oben. Natürlich könnt ihr die Linien auch in Rot machen, in Gelb machen, in Rosa machen.
was auch immer ihr für eine Lieblingsweihnachtsfarbe habt, ist ja total egal. Aber ich glaube, ihr seht auch so langsam, werden die Linien trocknen, wie schön und einfach und aber finde ich schon weihnachtlich festlich das Ganze aus. Natürlich gerade, wenn man so einen Tannenzweig daneben hat, passt jetzt super ins Bild, da seht ihr wirklich, wie schnell, easy peasy, ist ja mein Motto, ihr eure allererste Weihnachtskarte erstellt habt. Und mehr möchte ich da jetzt eigentlich noch gar nicht draufzeichnen. Ich lasse auch bewusst hier unten noch so ein bisschen Platz für mein Lettering. Das könnt ihr natürlich auch zwischen die Zeilen schreiben, aber ich möchte hier unten jetzt dann, ich glaube, ein Ho, Ho, Ho hatte ich mir überlegt, ergänzen. Aber ich warte noch kurz und trinke noch einen Schluck Wasser, bis die Karte getrocknet ist. Vielleicht machen wir die nächste Karte einfach schon mal, während wir warten. Auch eine gute Idee. Und dann mache ich am Ende alle Letterings drauf. Ich habe nämlich keinen Föhner. Den habe ich jetzt verpasst. Peggy schreibt, wie schön, endlich wieder gemeinsam einsam. Danke. Dafür müsst ihr euch wirklich nicht bedanken. Die Idee kam mir genau in dem Moment, als von Frau Merkel ausgerufen wurde, dass wir uns wieder in der Situation befinden. Da war für mich eigentlich klar, so schrecklich die Situation auch ist, Elvine, wir müssen reden. Elvine so, wir haben noch so viele andere Sachen, die wir noch machen müssen bis Weihnachten. Und dein Bauch wächst und wächst. Und ich so, ja, aber gemeinsam, einsam ist wichtig, Elvine. Ja, schon hatte ich Elvine überzeugt. Die Vini ist ja auch da. Vini, du sollst Feierabend machen. Also, das lassen wir mal so trocknen und am Ende, wenn ich es nicht vergesse, mache ich hier noch ein Lettering drauf, weil, ganz, ganz großer Profi-Tipp, lettern solltet ihr auf eure Karten nie in dem Zustand, wo die Karte noch auf dem Block drauf ist und dann immer nur im abgelösten Zustand, weil gerade wenn ihr hier unten schreibt, dann zeichnet natürlich unten an der Kante von dem Block und rutscht immer ab und dann wird euer Lettering auf jeden Fall verunglücken, deswegen bitte, 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 aber ich glaube, ich kann es jetzt mittlerweile, ich habe zu viel gelabert, auch schon ablösen. Da nehme ich unser Hahnemühle Bambus Falzbein und schiebe es hier oben einfach in die Ecke rein. Tipp. Ihr könnt es auch so vorsichtig ablösen tatsächlich, aber ich habe immer ein besseres Gefühl, wenn ich es mit dem Falzbein mache. Ganz, ganz vorsichtig und langsam um die Kurven ziehen, wirklich vorsichtig, dann passiert auch garantiert nichts bei diesen geleimten Blöcken von Van Gogh. Und ganz oben könnt ihr es natürlich einfach abziehen. Wenn hier noch so ein bisschen Kleber dran ist, von der Leimung einfach den Kleber abfiddeln. Das geht auch easy peasy. Und fertig ist unser allererster 3 Minuten, Last Minute. Ich muss der Oma eine Karte im Briefkasten werfen. Karte. So, jetzt kann ich noch schnell mein Lettering ergänzen. Dafür nehme ich meinen Fudenoske, weil der, wie gesagt, mit der Elastomerspitze absolut unkaputtbar ist und schreibe hier einfach ganz, ganz leicht hier unten im Brush Lettering Stil. Und auch dafür müsst ihr jetzt nicht großartig Lettering-Kenntnisse besitzen. Natürlich könnt ihr auch noch an der Academy mit teilnehmen. Da lernt ihr noch alle Grundlagen, auch Lettering-mäßig, die ihr für eure Weihnachtskarten benötigt. Oder aber ihr paust das Ganze einfach aus dem Christmas Guide ab. Oder ihr schreibt es in eurer eigenen Handschrift. Also ich finde, man kann da wirklich nichts falsch machen und hat innerhalb von nichts eine super schöne, super einfache Weihnachtskarte gestaltet. So, das war Nummer 1. Wir machen direkt weiter mit Nummer 2, würde ich sagen. Wenn ich mir schon so viel überlegt habe, spontan, nur innerhalb von einer Stunde, dann machen wir auch alles durch. Die zweite Karte, ich gucke mal gerade, die habe ich, glaube ich, auch auf dem Postkartenblock gemacht. Ja, wir machen direkt mal auf dem Postkartenblock weiter. Ich glaube, bei euch zu Hause sollte mittlerweile auch alles schon angetrocknet sein von den Streifen. Und dafür brauchen wir jetzt aber unser Masking Tape. Ich habe hier mein Kleckse Masking Tape und wir werden jetzt zuallererst mal ein Dreieck auf dem Postkartenblock abkleben. Also die Idee von der zweiten Designvariante ist, dass wir hier eine Art sehr, sehr abstrahierten und abstrakten Weihnachtsbaum drauf aquarellieren. Aber nicht freihand, sondern abgeklebt mit Masking Tape.
Eigentlich so wie eine Galaxie oder wie irgendwelche anderen abgeklebten Dinge, die wir ja auch bei Gemeinsam Einsam, glaube ich, schon gemacht haben. In irgendeiner Gemeinsam Einsam Edition haben wir doch diese Sonnenuntergänge, glaube ich, mit den Karen Markers zusammen gemalt. Da haben wir das auch genommen. Und jetzt kleben wir ein Dreieck in Form eines Weihnachtsbaums ab. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe das ungefähr hier so hingepackt. So. Ungefähr gerade sollte es sein. Und falls ihr die Kombination Van Gogh Floral Watercolor Aquarellpapier, egal welches Format, und Frau Hölle Studio Kleckse Masking Tape benutzt, garantiere ich euch, wird sich das Masking Tape völlig rückstandslos ablösen lassen. Bei allen anderen Kombinationen kann ich es, wie gesagt, nicht garantieren. Da hängt es immer vom Masking Tape ab, aber bei unserem Masking Tape, da kann ich es euch wirklich garantieren. So, dann machen wir hier noch einen Streifen für das Bäumchen. Vielen, vielen Dank, liebe Annika Z. Punkt, dass du scheinbar schon glücklich die Academy durchlaufen hast. Hoffentlich erfolgreich, aber so klingt es zumindest. Wenn du sie empfehlen kannst, dann hat sie dir auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist das Allerwichtigste und du hast hoffentlich auch ganz, ganz viel darin gelernt. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Also ja, für die Academy ist es definitiv noch nicht zu spät, ihr Lieben. Es sind ja noch 8 Wochen bis Weihnachten. Wir haben ja jetzt auch mehr Zeit als sonst. Also ich breche eine Lanze für Online-Kurse. Also wenn ihr wirklich die Weihnachtskarten noch richtig, richtig geil pimpen wollt und vielleicht von Lettering wirklich keine Ahnung habt, scheut euch nicht davor, direkt vielleicht morgen ist ja Wochenende die Academy-Kurse zu buchen bei uns und damit zu starten. Und selbst wenn es nur Handlettering ist, dann könnt ihr wirklich auch ganz, ganz einfache, schöne Schriften auf eure gemeinsam einsamen Weihnachtswichtelkarten drauf ergänzen. So, das ist also unser kleines abgeklebtes Bäumchen. Und ihr könnt das auch wirklich fest draufdrücken, weil, wie gesagt, da passiert nichts in der Kombination Van Gogh Aquarellpapier und Hölle Masking Tape. Dann ziehe ich mal wieder so ein bisschen raus. Jetzt glaube ich, genau, seht ihr den Kasten auch mal. Ich mische mir jetzt wieder so einen grün-blau-schwarz-Ton mit an. Den möchte ich nämlich auch diesmal wieder benutzen. Auch hier könnt ihr natürlich euer Bäumchen auch in sämtlichen anderen Farben malen. Klassisch ist natürlich für den Weihnachtsbaum grün, aber da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr wollt. Ein bisschen schwarz noch mit rein und ich mische mir der unteren Seite meines Kastens noch mal eine Variante mit grün, mit diesem permanent grün Oliv. Ich muss immer spicken auf den Farbkarten, wie die Farben heißen, weil bei 4x12 Farben verwechsel ich ständig die Farben in den einzelnen Seasons Editions. Und im Tiefblau, das ist die letzte Farbe hier in der Magical Winter Edition, um nochmal so ein bisschen, ja fast schon so einen Eukalyptus-Ton hier zu bekommen. Ihr seht, das geht eher so ins Bläuliche. So, und jetzt passiert Folgendes. Wir aquarellieren uns innen drin unseren Weihnachtsbaum. Da zoome ich nochmal ran. Ganz, ganz wichtig, wir arbeiten, auch ich arbeite zumindest gleich mit dem Gold. Deswegen nehme ich jetzt schon mal Wasser aus dem Wasserglas und tröpfel es in mein goldenes Näpfchen rein. Wenn es schon ein bisschen grün ist, ist nicht so schlimm. Damit sich einfach die Goldpigmente wirklich anlösen. Ihr müsst immer bedenken, die ganzen Goldfarben und Silberfarben auch in der Van Gogh Floral Pocket Box sind anders von der Struktur und den Pigmenten her und der Bindung her als alle anderen Aquarellfarben. Deswegen löst ihr wirklich erstmal mit Wasser an, bevor ihr sie benutzen könnt, damit die richtig cremig und deckend werden. Und ich nehme mir auch meinen Zweierpinsel. Den benutze ich dann nämlich für die Goldakzente. So, die Farben sind alle vorbereitet. Grün, Blau, Grün und Gold ist angelöst. Jetzt zoome ich euch mal wieder ran, damit wir jetzt gemeinsam hier innen drin unser Bäumchen illustrieren. So, ganz wichtig, wir arbeiten hier auch nass in nass. Das heißt, ich nehme erstmal wieder so ein bisschen Wasser, was schon so ein bisschen grün ist. Ist ja egal, ich male ja heute an alles grün und mache erstmal so ein paar Wasserfladen hin, um danach in diese Wasserfladen in der Nass-in-Nass-Technik meine soeben gemischte Farbe einzutupfen. Und auch hier könnt ihr wirklich ganz kreativ und frei arbeiten. Also
Die zweite Variante ist wirklich mindestens genauso einfach wie die erste. Das hatte ich euch versprochen. Schwieriger wird es dann erst, wenn ich euch den Kasten vorstelle in 2 Wochen. Dann malen wir nämlich auch wirkliche Motive damit und nicht nur so abstraktes Zeug. Aber ich wollte halt wirklich, dass einfach jeder Erfolgserlebnisse hat. Und das geht mit diesen Motiven garantiert. Tja, wir malen also erstmal wieder so ein bisschen hellere Töne rein, tupfen die. Dann könnt ihr auch wieder noch mehr Pigmente aufnehmen aus eurem Kasten. Und dann hier wirklich noch mit eintupfen an Stellen, wo ihr vielleicht noch so ein paar Farbakzente und auch Farbkontraste haben wollt. Achtet darauf, immer nicht zu viel Pigmente reinzugeben, weil ihr seht, die suchen sich wirklich den Weg durch das feuchte Aquarellpapier und irgendwann habt ihr nur noch einen ganz grünen Baum. Das ist doof. Was wir wollen, ist ja jetzt wirklich genau diese Struktur, die sich bildet beim Trocknen und ineinander Verlaufen von Farben. Jetzt nehme ich mir hier aber auch noch meine andere angemischte Farbe, dieses Blaugrün da unten. Und tupf auch von der hier noch so ein bisschen was dazwischen. Mal auch noch so ein bisschen heller waschen und hier noch so ein bisschen reinziehen, um auch einfach noch mal so einen Farbkontrast hier zwischen Grün und Blau zu bekommen. Einfach ein bisschen Spannung reinzubringen in meine Farbflächen. Wenn hier so ein paar weiße Stellen sind, überhaupt kein Problem. Macht es nämlich auch viel spannender fürs Auge. Wenn irgendwo zu viel Farbe ist, nehmt den Pinsel, macht den hier trocken und sauber und zieht wieder was von der Farbe einfach raus. Könnt ihr ganz genauso machen. Und wenn euch euer abstraktes Bäumchenarrangement passt, dann kommt noch der Oberhammer. Jetzt ist nämlich mittlerweile auch die goldene Farbe angelöst. Und jetzt gehe ich mit dem Zweierpinsel hier in meine goldene Farbe. Und ihr seht, die wird so richtig cremig jetzt. Richtig, richtig schön cremig. Und jetzt tupfe ich hier in die feuchten Stellen einfach nochmal mit der goldenen Farbe auch Akzente ein. Ihr könnt ihr entweder tupfen, wirklich so, ja, wie so kleine Weihnachtskugeln abstrakt in euren Baum reintupfen. Ihr könnt natürlich aber auch mit Streifen arbeiten. Was auch immer ihr möchtet. Aber ihr seht, wenn die Goldpigmente hier aus der Magical Winter Edition wirklich schön angelöst wurden, ist das eine richtig cremige und hochdeckende Farbe und Konsistenz. Ja, liebe Andrea, das schaut jetzt schon so schön aus. Finde ich nämlich auch. Ihr könnt natürlich auch das Masking Tape einfach kleben lassen. So als Deko, ihr müsst es gar nicht abziehen. Könnt es auch einfach kleben lassen. Natürlich könnt ihr auch noch drauf klecksen. Ihr könnt eigentlich wirklich damit machen, was ihr wollt. Klecksen können wir eigentlich auch noch ein bisschen. Aber das machen wir vielleicht später, wenn das Masking Tape abgezogen ist. Hier möchte ich noch so ein bisschen hintupfen. Oder wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr natürlich auch den Pinsel feucht machen und dann hier drauf klecksen. Wenn nichts daneben geht. Natürlich könnt ihr aber auch mit der goldenen Farbe wirklich noch so ein paar Flächen hier unten zum Beispiel ausmalen und nicht nur so 100% deckende Flächen draus machen. Hier zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass sich das Grün mit dem Gold noch so ein bisschen mehr verbindet, dann könnt ihr hier die Pigmente wirklich auch noch hin und her schieben, bis es euch einfach gefällt. Aber ihr seht schon, was die Idee hinter dieser zweiten, ja, Gestaltungsvariante ist. Auch super schnell, super easy peasy. Einen super simplen Weihnachtsbaum gestalten. Den muss ich jetzt allerdings erstmal trocknen lassen, bevor ich das Masking Tape ablöse, damit hier die Ränder wirklich auch ganz, ganz sauber werden. Ich gucke gerade so ein bisschen hin und her. Ich glaube, es taugt mir. Vielleicht hier drüben nochmal so ein bisschen was. Hier nochmal Farbakzente. Natürlich auch, wenn es schon so ein bisschen trocken ist, hier noch so ein paar illustrative Streifen mit reinbauen, also was das Herz begehrt, um einfach ein abstraktes Bäumchen da reinzusetzen, euer Masking Tape. So, Karte 2 fertig, weiter. Zack, 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 also ihr seht, hier könnt ihr wirklich die Massenproduktion starten. So, Karte 1 ist mittlerweile auch trocken, sollte sich doch so ein bisschen wellen. Könnt ihr sie natürlich auch nachträglich noch über die Tischkante ziehen oder irgendwie in dicken Büchern stressen. Die haben wir jetzt nicht 100% trocknen lassen, das ist das Problem. Dann wellen die sich noch so ein bisschen, aber das kriegt ihr auf jeden Fall auch wieder glatt. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen, bevor wir hier noch ein Lettering ergänzen. Für mich passt das auf jeden Fall. Ich habe allerdings schon genau eine Variante vorhin gebastelt, zeige ich euch jetzt einfach mal.
So sieht das Ganze nämlich dann zum Beispiel fertig aus. Tada! Wie im Fernsehen, ne? Wenn der Koch was in den Ofen schiebt und dann direkt das fertige Ergebnis rausholt aus dem Ofen. Ja, da noch nass. Tada! Da schon fertig. Also auch hier könnt ihr wieder ganz genauso irgendwie ein Ho, Ho, Ho drunter setzen oder ein Merry Christmas drunter schreiben oder, oder. Aber ihr seht, also erstens seht ihr, wie geil die Goldpigmente hier aus der Schminke Magical Winter Edition glänzen. Die knallen wirklich, was das Zeug hält. Silber natürlich ganz genauso, wenn ihr sie gut cremig angerührt habt. Und ihr seht vor allem, wie geil dieses Mini-Bäumchen aussieht. Also ich finde es einfach mega cool und ich finde auch, dass wirklich jeder Anfänger so ein Bäumchen eben malen kann und dann auch als Höllewichtel oder an eure Liebsten unter dem Weihnachtsbaum verschicken und legen kann. Kannst du uns in den kommenden gemeinsam eine Schleife malt in 3D-Optik? Ach du meine Güte. Ich glaube, da bin ich die falsche, liebe Marina. Also irgendwas, was mit verschiedenen Schichten arbeitet, wo man Geduld braucht und räumliches Vorstellungsvermögen in 3D, ist absolut nicht mein Ding. Ich bin wirklich für einfache, abstrakte Sachen. Deswegen liebe ich auch Loose Watercolor und Urban Sketching. Das können sicherlich andere besser. Aber vielleicht nimmt das ja Miss Mepsi, Miss Nice Day mal zum Anlass und macht einen Livestream, wo sie eine Schleife in 3D-Optik aquarelliert. Das kann die auf jeden Fall. Oh, die Annika, sehe ich gerade, macht auch eine Schleife. Wer sagt's denn? Annika ist nächsten Freitag dran, Annika aka Brushkatze, auch auf diesem Kanal. Die Mädels machen ihre Livestreams also auch auf dem Frau Holle Studio Kanal. Ja, dann haben wir die Frage ja schon beantwortet. So, was haben wir noch? Ich glaube, das waren erstmal so eure ganzen Fragen, glaube ich, ne? Gut, dann würde ich sagen, das lassen wir auch wieder trocknen und das Ergebnis habt ihr schon gesehen. Und jetzt mache ich mal weiter mit einer Klappkarte. Schwuppdiwupp, das geht ja wie am Schnürchen. Ich mag es einfach, wenn es einfach, schnell und leicht geht. So, nehme ich mir mal hier eine Klappkarte zur Feier des Tages und meinen, wenn ich ihn finde, wo ist er? Da, Kreiszeichner. Meinen Kreiszeichner. Und male mir mit meinem Bleistift hier erstmal einen Kreis draus. Also bei diesem Motiv hier, bei dem dritten von vier Motiven, möchte ich jetzt einen Weihnachtskranz drauf malen. Keine Sorge, wir malen jetzt keine Blätter, wir malen jetzt keine Ilex-Zweige. Das machen wir vielleicht am 18. und das findet ihr auch in meinem Watercolor Christmas Guide Schritt für Schritt beschrieben. Wir malen jetzt einen 3 Minuten, 4 Minuten, maximal 5 Minuten Weihnachtskranz mit 2 oder 3 Farben, je nachdem, wie es euch am besten gefällt. Also, zuerst mal braucht ihr euren Kreisschneider oder eben irgendwas anderes Rundes, um einen Kreis zu malen. Ich überlege gerade, welche Größe ich den Kreis male. Ich glaube, ich hatte vorhin hier ungefähr so eine Größe. Einmal rumherum. Großartiges Teil. Tada! Und dann ganz wichtig, wegradieren, weil diesen wirklich in meinem Fall ziemlich dicken und deutlichen Bleistiftstrich wird man eben unter der Aquarellfarbe durchsehen. Deswegen radiere ich meine Vorzeichnungen ja immer fast komplett weg, sodass man fast gar nichts mehr davon sieht. Aber noch genug, um drüber zu aquarellieren. So. Ja, der Kreiszeichner ist einfach ein Must-Have. Stimmt's, Annika? Ich hatte den auch lange Zeit nicht. Dann habe ich ihn bei Annika gesehen. Und ich glaube, dann habe ich ihn bestellt. Ja, so kein Weihnachtsfest ohne Kreiszeichner. Also einmal Kreiszeichner. Immer wieder Weihnachtsgrenze. So, auch hierfür mische ich mir wieder, wie gerade eben, für meinen Weihnachtskranz grün an. Ich könnte auch mal natürlich mit dem Hellgrün hier so ein bisschen arbeiten. Das ist das Permanentgrün. Das ist das Permanentgrün Oliv und das ist das Permanentgrün aus meinem Kasten. Und zum Beispiel einfach mit Schwarz ein bisschen abtönen. Also das Grün so finde ich jetzt nicht so, ja, zumindest nicht für den Kranz weihnachtlich genug. Es ist eher wirklich so wie so ein Tannengrün. Deswegen würde ich es mit dem Schwarz ein bisschen abtönen und noch mit ein bisschen Blau auf jeden Fall auch wieder reingehen. Da macht sich jemand aber auch bemerkbar. Mama, Feierabend. Gleich. Gleich sind wir auf der Couch, Baby. So.
Also ihr seht, ich liebe einfach wirklich diese dunkelgrünen Olivtöne an Weihnachten. Aber bitte, bitte macht da einfach, was euch gefällt. Nehmt auch gerne einen grün-grünen Ton, einen hellgrünen Ton, vielleicht auch einen eukalyptusgrünigen Ton, vielleicht auch einen graugrünen Ton. Völlig egal, grün ist grün und grün ist Weihnachten und grüne Verbindung mit Rot ist sowieso Weihnachten und mit Gold. So, jetzt kommt's. Ihr könnt die Zeit stoppen. 3 Minuten länger brauchen wir nicht dafür. Wir haben hier auf dem Pinsel jetzt wieder 100% der angemischten Farbe. Ich gehe wieder in mein Wasserglas, weil ich jetzt hier ausnahmsweise in 2 Schichten arbeite auf dem Kranz. Und die erste Schicht, das macht man bei Loose Watercolor auch ganz oft, wird eher hell, also hellgrüner. Und die zweite Schicht wird dann wirklich deckendes, dunkles, saftiges, gesättigtes Grün, was wir gerade angemischt haben. Um also jetzt ein helleres Grün zu bekommen, nehmt ihr den Pinsel wieder, geht ins Wasserglas, schwenkt ihn so ein bisschen aus, ein, zwei, dreimal. Bisschen abstreifen, Wasserglas. Wir brauchen aber schon so einen richtig saftigen Pinsel, denn jetzt kommt der Clou. Unser maximal abstrakter Weihnachtskranz in 2 Minuten geht folgendermaßen. Den Pinsel auch hier wieder quer halten, also maximal quer halten, nicht hochkant, sondern wirklich hier wirklich ganz tief. Und dann malt ihr hier einfach und drückt ihr mit dem Pinsel auf, Streifen, und es geht sowas von schnell auf euer Blatt Papier. Die Streifen, ganz wichtig, sollten aber auch mal schräg sein, die sollten sich mal überlappen. Ihr könnt auch eure Karte dabei drehen und den Pinsel zwischendrin immer mal wieder auswaschen, sodass ihr hier noch verschiedene Farbabstufungen und Helligkeitsstufen von eurem Grün mit unterbringt. Also ihr seht, dass die erste Schicht dauert ungefähr genau 30 Sekunden. Ganz wichtig, malt es nicht zu akkurat, malt es nicht zu brav, sondern drückt den Pinsel, ich habe hier wirklich jetzt den größten, den Achterpinsel genommen, einfach nur relativ schnell auf, damit ihr hier eine allererste Schicht malen und schaffen könnt. So, wenn irgendwo zu viel Farbe ist, könnt ihr auch hier natürlich wieder mit dem Pinsel die Farbe nachträglich nochmal aufsaugen und rausnehmen. Ganz, ganz wichtig, und das ist auch so ein wichtiges Loose Watercolor-Prinzip, ist einfach, dass ihr mit den verschiedenen Farbnuancen und Farbwerten arbeitet. Nicht, dass alles wirklich so ein Einheitsgrün ist. Das ist bei mir jetzt so ein bisschen der Fall, weil ich ein bisschen viel Wasser genommen habe. Dann schaut es immer so ein bisschen aus nach Kindergarten, erste Klasse. Sondern was ein Aquarellkunstwerk und auch gerade eben Loose Watercolor-Motive so spannend macht, ist der Kontrast. Der Kontrast zwischen Weiß und Farbe und der Kontrast innerhalb einer Farbnuance zwischen hell und dunkel, viel und wenig Pigment. Nächstes Jahr gibt es übrigens definitiv nach der Babypause einen Loose Watercolor Online-Kurs in der Academy. Damit schon viele nachgefragt und den wird es auf jeden Fall geben. Nächstes Jahr dann. So, das muss wieder trocknen. Und während das jetzt trocknet, das muss wirklich gut trocknen für die nächste Schicht, nehme ich mir jetzt nochmal. Es geht hier alles wie im Schnürchen, ne? Diesen Kollegen hier und löse ihn schon mal ab. Beim Ablösen ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht reißt und vor allem auch nicht schnell ablöst, sondern langsam und wirklich fast schon horizontal das Masking Tape abzieht vom Papier. Also ich drücke wirklich mal mit einem Finger auf und ziehe es hier ganz langsam ab. Oh, hier unten habe ich Sauerei gemacht. Das haben wir gleich noch weg. Und dann lässt sich das wirklich super, super gut ablösen. Warum redet ihr hier über irgendwelche Bealter, wenn ich das gerade richtig lese, in dem Live-Check? Also langsam und maximal waagrecht ablösen, dann habt ihr hier garantiert ein sauberes Ergebnis, verspreche ich euch. So, oh, das Masking Tape kaputt gegangen. So. Na, komm her, du. So, da ist unser Bäumchen. Hier unten habe ich einen Fleck. Hätte ich jetzt ein Wasser bzw. Flecken auf Aquarellpapier wegmachen, geht super toll, wenn man ein klares Wasser hat. Das habe ich jetzt leider nicht. Ansonsten könnt ihr klares Wasser nehmen und einfach auf den Fleck drauf gehen, mit ganz viel Wasser die Farbe ablösen, wie ein Radiergummi, und dann mit einem Zebertuch das Ganze abtupfen. Und ihr seht, hat sogar auch hier noch funktioniert.
Das ist die Magie an Aquarellfarbe, deswegen liebe ich sie auch so und die Arbeit damit. Vieles lässt sich wieder rückgängig machen und Fehler ausbessern. Oder ein Wassertankpinsel, genau. So, ihr seht also hier unser fertiges kleines Bäumchen. Das löse ich jetzt auch nochmal ab. Ist gut, wenn man verschiedene Motive hat, die man parallel bearbeiten kann bei Watercolor-Livestreams. Hat man immer so ein bisschen Zeit, die man ausnutzen kann und anders füllen kann. So, und auch hier unter dieses kleine Bäumchen könnten wir natürlich mit dem Feinliner jetzt ein ganz, ganz einfaches Lettering drunter setzen. Und das ist zum Beispiel so ein easy peasy, schaffen auch wirklich Anfänger-Lettering, wo ihr nicht mehr in die Academy gehen müsst. Das sind nämlich einfach nur Großbuchstaben, Druckbuchstaben, die hier drunter setzt. Natürlich, das ist Bestandteil der Academy und auch meiner Lettering-Guides, gibt es ein paar Regeln zu beachten, damit diese Großbuchstaben, Druckbuchstaben möglichst schön und gleichmäßig aussehen und nicht einfach nur so draufgeworfen. Aber das kriegt garantiert auch jeder von euch hin. So ein ganz, ganz einfaches Lettering unter euer kleines, abstraktes Aquarellbäumchen mit Goldakzenten. Vergesst das billige Masking Tape aus den Euroshops? Ja, sowieso. Ich sagte ja, alles, was irgendwie da aus China kommt, nicht gut genug. So, guck mal, währenddessen ist doch hier schon alles relativ trocken, es glänzt nichts mehr. Das heißt, wir können hier mit der zweiten Schicht drüber gehen. Und jetzt gehe ich wirklich mit einer ziemlich dunklen, ich mische hier noch sogar ein bisschen Blau mit rein, und Schwarz wieder, dunklen gedeckten Farbe von dem Grün. Mache ich aber jetzt nochmal genau dasselbe wie gerade eben. Ich nehme den Pinsel also wieder schräg, setze ihn wieder an und male wieder diese kleinen Striche und wasche den Pinsel zwischendrin aber immer wieder aus in meinem Glas, um hier zwischen den Strichen auch wieder so feine Nuancen herzustellen. Dann hole ich mir wieder Farbe, dann gehe ich wieder mit mehr Farbe rein, drehe das Ganze noch so ein bisschen und wasche den Pinsel wieder aus. Also ihr seht auch hier, bei der dritten Variante geht es um Schnelligkeit, um nicht viel nachdenken. Das ist mir so immer ganz wichtig bei den ganzen abstrakten Motiven. Aber auch immer die verschiedenen Farbwerte aus hell und dunkel. Natürlich könnt ihr auch noch mit einer anderen Farbe, einem anderen Grün reingehen und arbeiten. Macht das Ganze auch noch so ein bisschen spannender. Aber da könnt ihr einfach mal auch experimentieren. Das geht ja so schnell, so einen Kranz zu malen. Da habt ihr wirklich so einen Kranz innerhalb von 3 Minuten. Und in 10 Minuten habt ihr 3 verschiedene Kränze. Ja, das Hölle-Tape liebe ich natürlich auch sehr. Ach, ihr Lieben. So, jetzt kann das auch wieder trocknen. Und dann können wir das Ganze noch mit entweder roten Beeren oder goldenen Beeren verzieren. Was ihr aber auch schon machen könnt, wenn es noch nass ist. Wenn ihr möchtet, müsst ihr natürlich auch nicht, aber ich fand es irgendwie ganz nett bei der Idee mit dem Kranz, dass ihr hier oben zum Beispiel den Kranz noch aufhängt. Ich habe ja wieder den Mikron-Feinliner in der Größe 02, also den ganz, ganz feinen. Und gehe hier einfach mal, auch nicht so kerzengerade, denkt immer daran, alles was so super gerade und akkurat ist, schaut immer so ein bisschen unecht aus. Und so ein Seil ist ja auch nicht so kerzengerade, also einfach nur. Hier ist der Kranz aufgehängt und wenn das die zweite Schicht auch trocken ist, ihr seht hier, wie schön sich wirklich diese Farbübergänge auch bilden. Das ist natürlich das Schönste, was passieren kann, also bei der Nass-in-Nass-Technik. Dann könnt ihr noch rote Beeren oder goldene Beeren reimern und ergänzen. Aber ich habe noch eine vierte Variante für euch. Die können wir machen, während die Karte trocknet. Und die ist auch easy peasy. Ich glaube, hier nehme ich nochmal meinen Block. Und dann sind wir durch. Ihr seht, wie leicht das alles geht und wie schnell, ne? Und zwar Variante Bäumchen. Ich glaube, fürs Bäumchen nehme ich jetzt tatsächlich mal ein helleres Grün, damit ich nicht immer in diesem super, super, super dunklen Grün arbeite. Bisschen Grün, aber ein bisschen Schwarz, um es ein bisschen abzutönen einfach, dass er ein bisschen viel. Ein bisschen Grün. So, das schaut auch gut aus.
Und darunter vielleicht noch so ein bisschen dunkleres, um hier einfach so ein paar Grünnuancen auch zu haben. So. Ich könnte es den ganzen Abend machen. Die Variante Easy Peasy Bäumchen spielt auch wieder mit den verschiedenen Farbwerten einer Farbe, in dem Fall auch wieder grün. Und wir beginnen oben und malen hier wirklich ganz, ganz schnell und wieder maximal abstrakt so ein Tannenbäumchen. Auch hier ist das Prinzip wieder, also ein Tannenbäumchen kennt ihr alle, ist im Prinzip auch wieder eine dreieckige Form, die müssen wir aber nicht vorzeichnen. Das braucht man jetzt hier wirklich nicht. Wir beginnen wieder ganz, ganz oben und ich habe den Pinsel vollgeladen mit Farbe und mache hier wirklich nur so kleine Datscher. Das sind wirklich nur kleine Datscher. Dann hole ich wieder mein Wasserglas, wasche den Pinsel aus, wieder ein bisschen abstreifen, dass er nicht so super saftig ist. Und dann gehe ich in die zweite Ebene und mache hier auch wieder so ein paar Datscher rein. Immer links, rechts, dazwischen mal wieder ganz auswaschen den Pinsel, sofern es noch bei dem grünen Wasser geht. Nicht zu viel Wasser verwenden, danach wieder ein bisschen Farbe aufnehmen. Und einfach wirklich, ihr seht, ich zitter richtig und ich zitter aber bewusst, nicht aus Versehen. Einfach immer wirklich so kleine zitterige Striche untereinander setzen. Die immer wieder ein bisschen breiter werden. Pinsel wieder ausstreifen. Ein bisschen aufdrücken. Ihr seht, allein jetzt ist das Bäumchen schon super schön. Wie lange hat es gedauert? 30 Sekunden. So, dann wieder mehr Farbe nehmen, damit sich hier, ihr seht es, was passiert, die Farbe wieder explodiert. Ein bisschen auswaschen. Ich hoffe, einige von euch machen hoffentlich vielleicht wenigstens mit. Nachdem ich das Ganze ja so spontan angekündigt hatte, kann ich natürlich nicht erwarten, dass ihr alle mit euren fertigen Materialien zu Hause sitzt. Aber ihr könnt ja das Ganze auch im Nachgang nochmal machen, jetzt auch direkt, wenn das Livestream vorbei ist, wird das ja gespeichert und dann bin ich sehr, sehr auf eure Ergebnisse gespannt. So. Hier unten könnt ihr das Bäumchen wieder so ein bisschen verschmälern. Ja, das schaut doch schön aus, oder? Ich sag's euch. Das ist wirklich das Schöne an loose und schnell und abstract watercolor. Ihr müsst einfach nur mit verschiedenen, es ist eine einzige Farbe, mit der wir gearbeitet haben, in verschiedenen Helligkeitsstufen. Das ist all it's about. Das könnt ihr schon so lassen, wenn ihr wollt. Oder aber, ihr nehmt hier unten jetzt nochmal euren Pinsel und macht ihn richtig fast schon sauber. Wenn ihr ein Wasserglas hättet mit sauberem Wasser, wäre es das Beste. Ansonsten zieht ihr hier unten einfach einmal mit einem richtig schönen nassen Pinsel, fast sauber, so einen Strich. Und dann habt ihr hier unten nämlich noch wirklich wie so ein bisschen, ja, fast schon, sagt man, den Waldabschluss. Dann sitzt euer Bäumchen nicht ganz so auf dem Trocknen, hätte ich schon fast gesagt. Genau, also ihr habt quasi noch so den kleinen angedeuteten Waldboden von eurem Bäumchen. Aber auch das ist natürlich euch überlassen. So, fertig. Das war's. Tada! Genau, was schreibt ihr da noch alle? Schöne Idee. Ich muss das mal alles in Ruhe auf jeden Fall nachlesen, eure ganzen Kommentare und auch Fragen. Es gibt wohl noch eine Aktion von Marie Nova. Eine Aktion Postkarten gegen Einsamkeit. Oh, wie schön! Marinova kenne ich, die macht doch ganz viel auch mit Greenery und so, oder? Krankenhaus, Altersheime, auch eine ganz, ganz tolle Idee. Abgesehen von Hölle Wichtel, natürlich gibt es auch überall Menschen, die vielleicht nicht mit Instagram unterwegs sind, die sich über eine Karte freuen. Also schaut auf jeden Fall auch mal bei Marinova vorbei. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Happy Little Tree von Frau Hölle, nicht von Frau Ross, von Frau Rost sozusagen. Also auch hier, den lasse ich jetzt mal so für sich trocknen. Ihr seht, die Idee, einfach, schnell, effizient, kleines Bäumchen. Hier unten noch ein Lettering oder oben Lettering drüber oder gar kein Lettering. Ich meine, die Karte funktioniert auch ohne jegliches Lettering. Ihr könnt natürlich noch Goldsprenkler drauf machen. Das können wir hier vielleicht mal machen, oder?
So ein paar Goldsprenkler. Gucken wir mal. Ja, dann nehme ich mal, glaube ich, den 6er-Pinsel. Jetzt bin ich gespannt. So, für Sprenkel natürlich immer viel Wasser. Die Farbe ist noch ganz gut. Ihr seht, wie cremig die ist. Ihr braucht jetzt richtig viel Farbe und richtig viel Wasser. Und dann gucken wir mal, was da noch so geht. Hier so ein bisschen. Oh ja. Ist dann ja fast schon wie so ein bisschen, unser Wohnzimmertisch freut sich. Bisschen wie Goldschnee. Aber gefällt mir. Ja, würde ich aber auch nur oben hin machen. Wirklich wie so eine Art Goldschnee. Fertig. Lege ich nochmal zur Seite, lasse ich nochmal trocknen. Ich sammle hier die ganzen Karten. Und dann gehe ich nochmal zurück zu... Oh, den Tisch muss ich danach auf jeden Fall hier noch ein bisschen putzen. Zu der Karte. In dieser Karte könnt ihr jetzt natürlich entweder Gold ergänzen oder auch Rot. Es ist so relativ trocken. Hier ist noch so eine nasse Fläche. Da gehe ich noch nicht rein. Aber nur um euch zu zeigen, dass ich hier natürlich jetzt auch noch... Jetzt nehme ich mal den 2er-Pinsel. Den ganzen Kranz noch ein bisschen pimpen könnt, mische ich mir jetzt mein Rot hier mal an. Das ist das Zinnoberrot in der Magical Winter Edition. Auch richtig schön cremig, saftig und deckend. Damit ich hier mit dem 2er-Pinsel noch ein paar einzelne Beeren einfach reinmalen kann. Hier und da. Und das ist, wie gesagt, wenn ihr die Farbe ganz cremig mit viel Pigmenten und wenig Wasser mischt und benutzt, auch so deckend, dass da nichts mehr von dem Grün darunter durchscheint. Wie gesagt, ihr könnt aber natürlich diese Beeren auch wieder mit dem Gold oder dem Silber machen, natürlich genauso schön dick anrühren. Das bleibt komplett euch überlassen. Aber so ein paar Farbakzente in dem Kranz sind auf jeden Fall auch noch schön. Aber ihr seht jetzt schon, auch hier die Idee, ganz, ganz einfach. Da kann ich jetzt schon mal vorsichtig reingehen, das ist noch nicht nass. Ganz, ganz einfach, easy peasy, so einen Kranz zu machen. Ihr könntet sogar natürlich hier noch mit einer dritten Ebene drauf arbeiten. Die zweite ist jetzt auch noch einigen Stellen relativ hell geworden. Beim Trocknen wird Aquarellfarbe immer noch mal heller. Durch die transluzente Beschaffenheit der Aquarellfarben. Das heißt, ihr hättet hier sogar noch mal eine Ebene drauf machen können. Vielleicht mit einem bisschen grüneren Grünton, um hier wirklich auch noch mal ein bisschen Farbkontraste reinzubringen und dann erst die Beeren drauf malen können. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden und gesehen und könnt es so einfach zu Hause auch selbst für eure eigene Karte adaptieren. Und da bin ich jetzt natürlich ganz, ganz gespannt, was ihr aus diesen kleinen, aber feinen 4 allerersten gemeinsamen einsamen Ideen macht und wer vielleicht dann in 8 Wochen eine von diesen 4 Karten als Höllewichtel bekommt. Ich zeige sie euch nochmal alle auf einmal. Hier in meinem Wüsten, ach, hier, da kann man jetzt natürlich mal gucken, welche Karte dazu passt. Die würde vielleicht sogar ganz gut dazu passen. Umschlag. Das ist auch ein Umschlag, der bei dem Kartenset Watercolor enthalten ist. Sehr, sehr schön. Übrigens, wenn ihr natürlich auch andere Kartensets habt, es gibt ja auch noch ein Kartenset Lettering mit schwarzem Papier, mit weißem Papier und ein Kraftpapier-Kartenset, könnt ihr die Umschläge auch untereinander mischen. Finde ich auch immer ganz schön. Ihr kauft euch einfach alle 4. Ihr habt alle Karten, also 5-mal verschiedene Karten und 20 verschiedenfarbige Umschläge. Ich glaube, 2 oder 3 doppeln sich, aber der Rest ist wirklich unterschiedlich. Also ich stehe wirklich auf unsere Kartensets. Die haben wir nicht umsonst extra herstellen lassen, sondern haben wir das Bäumchen noch gehabt. Dann haben wir das Bäumchen noch gehabt und dann haben wir noch, das löse ich jetzt noch schnell ab, das letzte Bäumchen gehabt und dann war es das schon für heute Abend. Ich freue mich riesig, dass es so spontan geklappt hat und vor allem so viele von euch so mega spontan mit dabei waren. Aber ich glaube, man merkt auch, ja, dass sich einfach wieder viel zu Hause abspielt. Das ist natürlich die Dramatik dieser ganzen Zeit, auch wenn es nicht ganz so krass ist wie damals im Lockdown. Party machen können wir nicht mehr. Ich finde es super traurig, dass es auch keine Weihnachtsmärkte gibt. Das war immer mein persönliches Highlight in der Weihnachtszeit. Irgendwo einen alkoholfreien Glühwein zu trinken dieses Jahr. Das machen wir dann im Frau-Hölle-Studio oder hier gemeinsam, einsam.
Ich habe auf jeden Fall nächsten Freitag einen Kinderpunsch am Start, Annika. Freue mich schon riesig auf dich. Nächste Woche Freitag, 20 Uhr. Dieselbe Zeit, derselbe Ort. Seid einfach auf dem Frau Hölle Studio YouTube-Account und dann werdet ihr Annikas Livestream ab 20 Uhr mitverfolgen können. Was ihr dafür braucht und eventuelle Vorlagen erfahrt ihr immer nur ab sofort in unserem Newsletter, also im gratis VIP-Club von Frau Hölle. Da könnt ihr auf unserer Webseite anmelden, könnt ihr auch heute Abend noch machen, dann haltet ihr den morgen früh, der geht jeden Samstag um 9 Uhr an euch raus. Und dann seid ihr wirklich für die nächsten 7 Wochen mit Materialien, Vorlagen und allem, was ihr wissen müsst, um wirklich mitzumachen abends, gewappnet. Das war aber heute Abend nicht mehr möglich, weil so spontan. Umso schön, dass es geklappt hat. Ansonsten kann ich nur noch mal sagen, hier Höllewichtel, ganz wichtige Aktion, tragt euch da gleich als Wichtel ein, damit ihr eine dieser Karten und die Karten, die in den nächsten Wochen noch entstehen, verwichteln, verschicken könnt und auch selbst eine erhaltet. Und ganz, ganz wichtig, genau, haben wir auch wieder, es war ja immer online, aber wir haben es jetzt quasi nochmal extra auch reaktiviert und werden es auch nochmal entsprechend bewerben, unsere Kaffeekasse. Unsere Kaffeekasse, die damals noch eine der allerersten Kaffeekassen überhaupt bei den verschiedenen Livestreams, die es gibt, ist ja dafür gedacht gewesen, uns wirklich so ein bisschen auch damals in der ersten Quarantäne das, was wir verlieren und umsetzen, durch die Workshops wieder reinzuholen. Als quasi ja, Wertschätzung dieser Gratis-Livestreams jeden Freitagabend. Das haben wahnsinnig viele von euch gemacht. Ich hätte es nie für möglich gehalten, was da für eine Welle an Kaffeekassenspenden auf uns zukam in den ersten Wochen. Ihr habt damit definitiv dem Frau Hölle Studio mehr als Gutes getan. Deswegen möchten wir jetzt diesmal auch mit der Kaffeekasse anderen was Gutes tun und haben uns überlegt, dass wir 50% aller Kaffeekasseneinnahmen, die bis zum 24.12. eingehen, an das Ronald McDonald House in München spenden. Da geht ja sowieso schon immer alles hin, was wir an ja, Bestellungen von dem Popsocket erhalten. Den habe ich jetzt hier gar nicht. Aber der Frau Hölle Popsocket Create on Tape, der ist ja auch gebündelt mit einer Spendenaktion ans Ronald McDonald House. Ja, und da haben wir uns überlegt, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, aber ich kenne die ja persönlich, die freuen sich immer selber spenden, dass wir auch alles, was in dieses kleine Schweinchen bis zum 24.12. reinkommt, nach diesen Livestreams, die Hälfte davon nach München spenden. Damit einfach, die Maxi ist auch mit dabei. Maxi arbeitet da auch ehrenamtlich, also ne? Maxi wusste auch noch nichts davon. Damit wir einfach auch dafür sorgen können, ich war ja auch schon mal persönlich bei dem Sommerfest vor 2 Jahren beim Ronald McDonald House, dass Familien mit ihren kranken Kindern eben zusammen sein können. Gerade auch an Weihnachten und nicht weit von der wichtigen Klinik entfernt. So, jetzt werde ich emotional und deswegen höre ich jetzt auf. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt euch das Ganze natürlich im Replay noch ganz, ganz oft anschauen. Wenn ihr irgendwas davon nachmacht, bitte, bitte, bitte teilt es gerne mit Gemeinsam Einsam oder mit Hölle Wichteln. Verlinkt mich gerne. Und ja. Man sieht mir an, wie schweißtreibend dieser Abend war. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr uns das ganze Jahr wirklich unterstützt habt mit euren Bestellungen, mit eurem Support, mit eurer Treue, eurer Loyalität, mir und auch meinen Mädels und dem ganzen Studio gegenüber. Es war ein crazy Jahr. Wir haben viel geschafft. Wir haben uns auf jeden Fall eine Auszeit an Weihnachten verdient, aber bis dahin haben wir noch einiges für euch geplant. In diesem Sinne, schönen Abend, schönes Wochenende. Ab auf die Couch mit der Kugel, genau. Mandalorian schauen. Das war übrigens auch bei Gemeinsam Einsam Volume 1 das Geilste nach dem Livestream mit dem Mann Mandalorian schauen. Check. Wir sehen uns und bis bald, ihr Lieben. Ich muss das richtige Knöpfchen finden. So. Tschüss.